Hallo und herzlich willkommen zu den nigelnagelneuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und standesgemäß möchte ich mir an dieser Stelle hier erstmal ein Bier öffnen. Ich hoffe, ihr konntet das hören und es unterstützt die Atmosphäre, die ihr verspürt, wenn ihr die Filmkritiken hier beim Telestammtisch hört. Etwas aus einer roten Flasche, das sich als fruchtig, hopfig und frech bezeichnet. Joa, es war so in einem Testpaket drin und ich guck mal, ob das Ganze geil geworden ist. Bitternote 4 von 5. 5,1% Alkohol. Ja, erstmal Prost, Leute. Ja, ist auf jeden Fall eher so pilzig als ale-ig. Ich bin ja eher nicht so der Ale-Freund, muss ich sagen. Aber ist lecker, kann man trinken. Namen verrate ich nicht, weil es gibt keine Kohle für Bier. Macht schön. Yo, 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 wir haben drei Filmbesprechungen am Start und beginnen werden wir mit dem Film Child's Play. Diesen Film haben besprochen Pascal und Stu, da hast du den Film gesehen, der Pascal stellt schlaue Fragen. Es geht, glaube ich, um eine Puppe und es ging, glaube ich, vor kurzem auch schon mal um eine Puppe bei Annabelle 3 im Kino. Nun gut, jetzt also Child's Play, wisst ihr Bescheid, ist ein Horrorfilm, eine Puppe. Ich glaube, das ist irgendwas, was man irgendwie auch schon tausendmal gesehen hat. Ob es vielleicht ein bisschen geiler ist als das, was ich jetzt so erwarten würde als Nicht-Kenner des Genres, entscheidet mal besser selbst. Im Anschluss gibt es noch ein Doppel zu einem Schweizer Film, der ungefähr wie folgt ausgesprochen wird. Denne, wo es gut geht. Und da hat sich die liebe Lara als gebürtige Schweizerin bereit erklärt, den Film zu sehen. Und auch der Maximilian vom Movie Break war so lieb, da einen genaueren Blick zu riskieren. Die beiden Hübschen haben sich im Internet getroffen und über den Film gesprochen, der zumindest einen, sagen wir, sehr ruhigen Eindruck im Trailer vermittelt hat. Was der Film zu bieten hat, ob es noch ein paar Specials gibt und was sonst noch an Details auf euch wartet, müsst ihr schon selber hören und euch die Besprechung zu Denne, wo es gut geht, reinziehen. Und zu guter Letzt noch ein Singlecast zum Film Back to Maracana. Den hat sich die liebe Nina gegeben. Ich glaube, es geht um einen Vater, der mal auf seinen Sohn aufpassen muss. Und auf dem Filmplakat sieht man so einen Wohnwagen. Ich glaube, es geht ein bisschen um Fußball. Keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Die Nina wird es euch schon verraten. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Seid ihr wie immer herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen. Vielleicht wollt ihr selbst mal mitmachen hier beim Telestammtisch und an den Filmkritiken teilnehmen. Wir haben immer wieder neue Leute und keiner wird zu irgendwas gezwungen. Aber eine gewisse Auswahl an Filmen gibt es immer. Erst gestern habe ich ein gutes Dutzend potenzielle Filme in so eine interne Orga-Gruppe geschrieben. Da könnt ihr dann immer alle raussuchen, worauf sie Bock haben. Und dann kann so ziemlich jeder, der da Lust drauf hat, mal an Pressescreenings teilnehmen oder zumindest vorab zu Hause Filme schauen, die dann bei uns im Telestammtisch besprochen werden. Nun gut, lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Filmes Child's Play. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des Horrorfilms Chucky die Mörderpuppe. Der startet am 18. Juli in den deutschen Kinos, hat eine Lauflänge von 92 Minuten. Regie hat ein gewisser Lars Klevberg geführt und zum Cast gehören Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry und Mark Hamill, der der Mörderpuppe seine Stimme leiht. Ja, ich bin heute nicht alleine, denn ich habe den Film nicht gesehen. An meiner Seite ist noch der Stu. Hallo Stu. Hallöchen. Genau, Stu, könntest du uns kurz sagen, worum es geht? Aber natürlich. Ach, vielen Dank. Es geht um die alleinerziehende Mutter Andy, gespielt von Aubrey Plaza, die ihrem Sohn Andy, gespielt von Gabriel Bateman, ein Geschenk macht, nämlich eine Buddy-Puppe. Das ist so eine ganz neumodische Puppe von einer ganz, ganz großen Elektronik- und Technikfirma, die sich irgendwie mit der Cloud verbinden kann und alles machen kann. Also wenn man sowas, so ein bisschen eine Mischung aus Furby und Alexa, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Aber zu Beginn des Films sehen wir, wie in China ein ziemlich wütender Mitarbeiter diese Puppe absichtlich manipuliert. Mhm. Und sich danach das Leben nimmt, sodass diese Puppe keinerlei Grenzen kennt, was Gewalt und etc. pp. Angeht. Ja, und genau diese Puppe gelangt dann in Andys Kinderzimmer und am Anfang ist es auch super und Chucky, also wird die Puppe getauft, ist halt super toll, aber leider missinterpretiert Chucky Freundschaft ein wenig. Das muss als erstes die Katze bemerken, später aber auch Menschen. Und das ist so im Groben die Handlung von Child's Play. Also ja, in den Grundzügen genau das, was auch Chucky die Mörderpuppe 1988 geliefert hat, ne? Na, nicht ganz, weil, also wer den... Naja, böse Puppe rastet aus.
Ja, das Problem ist halt, also im Original ist es ja so, dass ein Serienkiller namens Charles Lee Ray kurz vor seinem Tod seine Seele via Voodoo-Zauber in diese Puppe transferieren kann. Ach, das wirklich? Heißt, das heißt, diese Puppe hat halt ist halt seine Persönlichkeit. Also diese Puppe hat seine Persönlichkeit. Mhm. Und das hast du jetzt beim Remake halt nicht. Lustig, also, dass die Puppe dann trotzdem Chucky heißt, ne? Ja, das ist auch so eine ganz seltsame Szene, wenn dann irgendwie, ja, wie soll er denn heißen? Und dann kommt so, ja, lass uns Chucky nennen. Ja, warum? Ja, deshalb, okay. Aber es klang jetzt so, als wenn die Puppe schon so ein bisschen, ja, der modernen Technik angepasst wäre, ne? Ja, der Film hat wirklich viel Spaß daran, so ein bisschen damit zu spielen, auch so eine Art Meta-Kommentar abzugeben, halt über unsere heutige Techno-Welt, nenne ich es mal, so technisierte Welt, meine Fresse, war das schwer. Techno-Welt. Ja, genau. Das macht der Film. Er hätte da durchaus doch ein bisschen direkter sein können, aber er nutzt das schon hier und da für so den ein oder anderen Kommentar. Nichtsdestotrotz bleibt Child's Play halt dann doch ein relativ einfacher Horrorfilm. Okay, die wichtigste Frage. Wie brutal ist der Film? Ich habe alle Chucky-Filme gesehen bislang und ich würde sagen, dass das Remake der bislang brutalste Film der Reihe ist. Er hat aktuell noch keine FSK-Freigabe, wo wir das aufnehmen. Also eine 16 wird es auf jeden Fall. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn es vielleicht auch eine 18 wird, weil da sind wirklich brutale Szenen dabei, die der Film dann auch gerne mit einer guten Portion Zynismus unterlegt. Mhm. Es ist ja auch einer der ersten Chucky-Filme, wo der Don Mancini nur die Idee geliefert hat, ne? Und sonst nicht an der Produktion beteiligt war, oder? Also der Don Mancini taucht halt nur im Abspann auf, weil er halt eben die ursprüngliche Chucky geliefert hat. Ansonsten hat er mit dem Film nichts zu schaffen. Das Drehbuch hat irgendwie so ein Tyler Barton Smith gedreht, der aktuell das Drehbuch schreibt zu diesem Kong Fury the Movie oder so. Und der Film wurde produziert von den Machern von S. Und das merkt man sogar ein bisschen, weil sich so ein bisschen was anbahnt, nämlich dieser Andy findet halt im Laufe des Films Freunde und es hat so einen leichten Club der Verlierer-Vibe, allerdings macht der Film daraus nichts, der lässt das sogar relativ stiefmütterlich einfach fallen, leider. Okay, die späteren Chucky-Filme, vor allem ab Teil 3, haben ja dann auch sehr auf Humor gesetzt, ist das bei dem neuen auch so? Ja, jetzt nicht so krass wie in den späteren Chucky-Filmen. Klamauk-mäßig so? Ich sag mal so, ich musste halt sehr lachen, weil Chucky ist ja eine lernfähige KI. Und wenn der Film dir etwas beibringt, ist, dass du einer lernfähigen KI nicht Texas Chainsaw Massacre 2 zeigen solltest. und gerade bei den Kills gibt's halt, wie ich schon erwähnt habe, echt so ein paar zynische Spitzen, wo ich dann auch so überlegte, so wenn ich es geguckt habe, so, ich kann es schon verstehen, wo der Humor ist, aber ich finde es gerade irgendwie nicht witzig, muss ich gestehen, weil es dann doch zu hart ist. Ja, es hat dann doch diese Grenze überschritten, wo es einfach zu hart ist, dass ich es irgendwie mit diesem Humor komisch finde. Und ansonsten richtig komisch außerhalb dieser Gewaltspitzen. Er versucht es, aber wirklich schaffen tut das eher selten. Ja, das war's. Okay. Na gut. Ich gehe mal davon aus, du hast ihn im Originalton gesehen, oder? Ja, ja. Wie schlägt sich denn der ewige Luke Skywalker, Mark Hamill? Ja, da ist halt wieder das gleiche Problem, wie ich am Anfang erwähnt habe. Chucky hat keine Persönlichkeit. Und auch wenn Mark Hamill ja wirklich ein richtig guter Sprecher ist, finde ich, dass er jetzt nicht an Brad Dourif, der halt den Original-Chucky vertont, rankommt, weil der halt wesentlich mehr mit der Persönlichkeit von Chucky spielen kann. Dieser Chucky, der hat halt im Prinzip immer nur eine Tonlage und das war's. Das ist schade. Ja. Also ich kann verstehen, dass sie Mark Hamill genommen haben. Das war natürlich ein PR-Stunt. Ja, ja, klar. Und Mark Hamill bewirkt den Film ja auch fleißig via Twitter und Instagram. Aber wirklich notwendig war er nicht. Ja, das ist natürlich jetzt auch schon so ein bisschen schade, weil eigentlich der Mythos von Chucky ja darauf basiert, dass da wirklich ein Serienkiller in dieser Puppe drin ist, der verzweifelt versucht, wieder aus dieser Puppe rauszukommen, ne? Und jetzt hast du halt nur so Technik. Genau. Und das Problem ist auch, dass die Puppe nicht gut aussieht. Also, man kann halt über die alten Chucky-Filme sagen, was man will, aber ich finde, das ist gruselig, diese Puppe. Ja? Mhm. Die neue Puppe,
die sieht halt immer aus, als käme sie gerade frisch aus der Augsburger Puppenkiste. Also selbst wenn die irgendwie einen Mord begeht und die Augen glühen dann rot und das Gesicht ist so verzerrt, aber das ist null gruselig, das hat keine Atmosphäre. Also da sind die alten Chucky-Filme echt besser. Ich meine, da siehst du halt auch ganz oft, wie der getrickst worden ist, aber die haben noch sowas Raues an sich. Ja. Ja. Und das fehlt dem Film, der ist zu poliert. Hm. Leider. Okay. Und wie schlägt sich Aubrey Plaza als Mutter? Ja, ich kann da, ja, das gilt für jeden Darsteller. Sie ist jetzt nicht schlecht, aber das Drehbuch verlangt auch keine großen Sprünge von ihr. Also, ja, Aubrey Plaza-Fans geht gerne rein, aber erwartet nicht, dass ihr da irgendwie groß was abgeliefert bekommt. Also, es ist jetzt kein Ingrid Goes West, ne? Na, okay. Ja, klingt irgendwie nach Standardkost so ein bisschen. Nach dem Versuch mal wieder so eine Horror-Ikone, und das ist Chucky ja, einer neuen Generation näher zu bringen, einfach. Ja. Ohne natürlich so die Atmosphäre des ersten und des zweiten Teils. Ja, also was ich dem Film zugutehalten muss, ist, dass sie wirklich versuchen, Chucky zu modernisieren und nicht versuchen, das Original irgendwie mit Zitaten, Referenzen irgendwie zu huldigen. Das machen die gar nicht. Die versuchen wirklich, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Das finde ich gut. Und der Film hat durchaus einfach einen rudimentären Unterhaltungswert. Der geht ja gerade mal 92 Minuten. Ich glaube, nach 85 Minuten, da ist der Abspann auch schon. Das heißt, der hat auch keine Längen. Ja, den kann man wirklich gut weggucken. Aber man sollte halt nicht erwarten, dass es jetzt irgendwie ein Horror-Highlight ist. Für so einen Horror-Snack reicht das aus. Mehr aber auch nicht. Na gut. Ja, ich glaube, mehr gibt's über Chucky auch nicht zu sagen, oder? Mir fällt zumindest gerade nichts ein, leider. Wie gesagt, ich freue mich, falls sie eine Fortsetzung machen, weil Potenzial wäre da. Mhm. Und ohne zu viel verraten zu wollen, vielleicht gibt es ja wieder so eine Schlussszene ganz am Ende, wo es dann vielleicht so aussieht, vielleicht ist da doch irgendwas übrig. Man weiß es nicht, ja. Okay. Naja, gut, teuer wird er ja wohl nicht gewesen sein. Ich habe jetzt nur gelesen, ich weiß nicht, wie teuer er gewesen ist, aber ich habe gelesen, dass er irgendwie in der zweiten Woche von Platz 2, wo er gestartet ist, in US-Kinocharts auf Platz 8 abgerutscht ist. Overja. Was schon ziemlich heftig ist, aber ich glaube, die werden da schon ihr Gewinn machen, denn ja, so teuer kann er nicht gewesen sein. Was man übrigens teilweise an den visuellen Effekten sieht, wenn Chucky halt keine Puppe ist, sondern irgendwie so eine Computeranimation, dann sieht man das recht deutlich. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Punkten, oder? Ja. 1 bis 5 vergeben wir immer, ne? Ich glaube auch 0 geht auch, aber 0 geben wir heute nicht. 0 geben wir heute, ausnahmsweise nicht, okay. Okay, ja. Ja. Gut, dann würfel ich mal die Punkte aus. Und ja, ich habe ausgewürfelt, ich gebe dem Film 2,5 von 5. Es ist insgesamt ein mittelmäßiger Film. Wenn man Lust hat auf so einen kleinen Horror-Snack, kann man sich ihn gerne geben. Der hat durchaus seine netten Sequenzen, aber er hat halt dann auch doch zu viele Macken, um wirklich als Gesamtwerk zu überzeugen. Wie gesagt, ich rechne es ihnen hoch an, dass sie halt nicht versuchen, einfach so ein 1:1-Remake zu machen, sondern dass sie schon versuchen, das Ganze so ein bisschen zu modernisieren. Dabei haben sie aber leider das Wichtigste vergessen, was Chucky ausmachte, das war seine Persönlichkeit. Die fehlt halt in dem Film komplett. Schade. Aber wir kennen es ja inzwischen, ne? Ja, es ist aber nicht so schlimm wie das Nightmare on Elm Street Remake, das muss man sagen. Okay, na gut, alles klar, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, Stu, für deine Meinung. Ich bedanke mich auch. Ja, gerne, und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Lara. Und der? Maximilian von Moviebreak. Ja, ich bin die Lara Studer. Ihr kennt mich eventuell. Ich habe hier schon öfters mal mitgemacht. Habe auch so meine eigenen Podcast-Projekte. Wir haben heute einen Schweizer Film gesehen. Oder vor ein paar Tagen. Auf jeden Fall besprechen wir einen Schweizer Film. Und das ist Denen, wo's gut geht. Ja. Es wird schon gelacht, ja. Ich bin Schweizerin, das muss ich vielleicht vorne wegnehmen. Also ich kann halt den Film vielleicht auf eine andere Art und Weise nachvollziehen als du. Ja, ich denke schon. Dementsprechend, aber fangen wir erstmal mit den Fakten an. Also, denen, wo es gut geht, heißt, ist eigentlich wortwörtlich denen es gut geht, was im Sinne heißt von die reich sind, also denen es finanziell gut geht. Der englische Untertitel war auch Those Who Are Fine, was ziemlich korrekt ist, ja.
Ist allerdings tatsächlich ein Liedanfang eines Berner Liedermacher namens Mani Mata. Das ist also ein Titel eines Liedes. Und, aber hat eigentlich letztendlich mit diesem Lied nicht viel zu tun, der Film. Aber es ist ganz lustig, wie es war, weil ich nämlich den Ausdruck, denn was gut geht, höre, dann kommt mir direkt dieses Lied in den Kopf. Es geht nicht raus. Ja, es hat so ein Schweizer Ding. Da haben wir dann auch schon direkt den kulturellen Hintergrund des Films geklärt. Ja, also lustigerweise habe ich das irgendwo auch gelesen. Ich weiß nicht, ob das auf eine irgendwie Schweizer Tageszeitung oder so war, aber ja, es ist halt irgendwie das Lied geht, denn was gut geht, ging es besser, was denn, was zu schlecht geht, besser ging. Irgendwie ist so etwas. Ich habe das Lied tatsächlich gegoogelt, aber ich habe es nicht gefunden und Mani Mata ist leider tatsächlich nicht auf Spotify. Das findest du fast nicht auf Spotify, deswegen. Kann ich aber, ich habe dieser Ausdruck, der was gut geht, das ist wirklich so ganz stark mit diesem Lied verknüpft. Naja, auf jeden Fall. Da lernt man ja jetzt richtig noch was beim Podcast und hatte direkt noch eine kleine Gesangseinlage. Also wenn die Besprechung jetzt nicht gut ankommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Wer weiß, vielleicht muss Anni das hinterher alles piepsen, weil es Urheberrecht ist. Ja, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall kommt der Film am 18. Juli hier in Deutschland raus. In der Schweiz kam er, soweit ich es gesehen habe, schon letztes Jahr raus. Ja. Er dauert 71 Minuten. FSK habe ich jetzt nicht gesehen, aber schätzungsweise wird 0 sein. Das ist und ist im Déjà-vu-Filmverleih drin. Ja. Willst du den Inhalt zusammenfassen oder soll ich das machen? Oder? Ja, nee, also kann ich eben machen. Der Inhalt an sich lässt sich eigentlich auch relativ schnell zusammenfassen. Es geht um Alice, die eben in einem Callcenter arbeitet und dort Internet- und Krankenkassenangebote verkauft. Und nach der Arbeit beginnt sie halt praktisch alleinstehende Großmütter zu betrügen, kann man sagen, indem sie ihnen vorgibt, dass sie die Enkelin von ihnen ist und in einer finanziellen Not ist und dass sie sich doch treffen sollen und die Großmutter ihr dann halt ein bisschen Geld geben soll. Und kurz vor dem Treffen ist es dann so, dass sie eben sagt, ja, nee, ich kann nicht und ich schicke eine Freundin vor, damit das eben nicht auffällt, dass es nicht die Enkelin ist. Und so, ja, betrügt sie die dann. Das lässt sich, glaube ich, so als grobe Handlung zusammenfassen. Und dann begleitet der Film eben noch verschiedene einzelne eher lose Handlungsstränge, die eben mit diesem Fall dann im Endeffekt zusammenhängen, aber jetzt nicht wirklich im Zentrum der Handlung stehen. Ja, also manchmal habe ich gerade, es geht sehr häufig um Polizisten und sehr häufig ums Internet. Ja. Und tatsächlich ist es eher so, jedes Mal, wenn man eigentlich merkt, okay, sie läuft daran vorbei oder sie agiert mit diesen Personen, sind diese Personen dann in irgendeiner Form trotzdem weiterhin in diese Handlung. Ja, das stimmt. Irgendwie eingewoben. Also ja. Dementsprechend, ja. Ja, was war so dein, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es ging dir so am Anfang war ein bisschen schwer für dich. Was war so allgemein dein Eindruck? Ja, also mein Eindruck war der, am Anfang, finde ich, kommt man relativ schwierig in den Film rein, weil die eigentlich, weil der eher aus Eindrücken besteht und es dauert eine ganze Weile, inwiefern man jetzt bei 71 Minuten von einer ganzen Weile reden kann, bis man eben praktisch in die Handlung an sich einsteigt. Ich finde schon von Anfang an macht der Film trotzdem einen guten Eindruck. Also ich finde das jetzt nicht schlecht, dass er so einen langen Einstieg hat, denn er arbeitet eben mit ganz vielen atmosphärischen Szenen, die eben von so einer Mattheit geprägt sind und wo eben diese Hauptmotive, die du schon gerade genannt hast, so Internet, ganz viel, was sich zwischen Zahlen und Daten abspielt und Polizisten, das wird alles schon als Hauptmotive relativ gut eingeführt. Wenn die Handlung dann losgeht, finde ich, fällt relativ schnell auf, welche Relevanz dieser Titel hat. Nämlich, der Film, finde ich, kritisiert jetzt nicht wirklich die Superreichen oder die Unterschicht, sondern es ist schon ein Film so der oberen, guten, gesitteten Mittelschicht. Und das passt eben auch wunderbar damit zusammen, dass der eben so handlungslimitiert ist und am Anfang auch erstmal nur Motive vorstellt. Es geht nämlich meiner Meinung nach zum Großteil eben darum, wie banal dieser Alltag sozusagen ist, der irgendwie gefangen ist zwischen, was ist die beste Internet-Flatrate, zwischen Anrufe vom Callcenter, die man entgegennehmen muss und so Alltagsgespräche. Ich finde, davon gibt es relativ viel. Und was auch sehr interessant war, dass der Film ja relativ viele Anspielungen aufs Kino im Allgemeinen hat. Also es gibt, glaube ich, 3 zentrale Dialoge, wo es darum geht, dass jemand sagt, das erinnert mich an einen Film und dann praktisch die Handlung erläutert. Aber
nicht auf den Filmtitel kommt. Und das sind ja auch Handlungen zum Großteil, die man schon in ganz vielen Filmen gesehen hat. Und ich habe darin auch so ein bisschen eine Kritik am Kino im Eigentlichen aktuell gesehen. Nämlich praktisch, wenn die Gesellschaft, also Kino ist ja immer schon Spiegel der Gesellschaft gewesen. Mhm. Und wenn die Gesellschaft per se praktisch in so Luxusproblemen gefangen ist und alles irgendwie so banal scheint, selbst der Kriminalfall irgendwie banal erscheint, dann wird halt auch das Kino irgendwann mal banal und man kann eben die Handlungen einfach austauschen und das könnte jeder mögliche Film sein. So habe ich den Film verstanden. Ja, tatsächlich, diese Situation, wo sie über Filme reden, das erinnert mich daran. Und so, ich dachte immer so, ist alles da Meta-Ebene? Also es ist ja alles so Sachen, die, wo man sagen könnte, das könnte jetzt auch passieren. Also zum Beispiel diese zwei Polizisten reden und ganz am Anfang und dann sagt sie so, ja, ich habe doch diesen Film zweimal gesehen, ah, na, da hat so die zwei Polizisten, die verlieben sich ineinander und du hast dann so diese Schnitte, die so bedeutungsschwanger sind, weil ich so dachte, okay, ist das jetzt alles immer irgendwie in irgendeiner Form Meta-Ebene, könnte das jetzt in dem Moment passieren und ja. Es ist halt, es hängt dann so quasi über die Situation, es passiert dann aber nichts. Genau. Es ist halt eine Realität, es ist nicht die Fiktion. Ja. Fand ich sehr interessant. Als Stilmittel ist natürlich, wenn man ganz, ganz hart sein will, nicht wirklich was für die Handlung bringt. Aber ja, was mich eher interessieren würde, hast du denn verstanden, warum sie so Internetprobleme haben oder warum die da von Prämien bei diesen Krankenkassen oder so geredet wurde? Weil da dachte ich so, das ist nämlich, da finde ich nämlich, ist der Film extrem schweizerisch. Ach, das meintest du. Ja, wir hatten nämlich schon davor darüber gesprochen. Da hattest du schon zu mir gesagt, dass du den als extrem schweizerisch empfunden hast. Das habe ich tatsächlich so gar nicht jetzt in einem schweizerischen Kontext, in einem kulturellen Kontext eingeordnet, sondern praktisch einfach als Problem des allgemeinen Zeitgeists. Also, dass das praktisch so Luxusprobleme sind, nach dem Motto, wie kann ich es jetzt hinbekommen, eine schnellere Internetverbindung haben? Oder scheiße, ich habe jetzt hier kein Internet. Das sieht man ja auch in politischen Diskussionen dann ganz oft, dass irgendwie Digitalisierung runtergebrochen wird auf, verdammt, wir haben kein WLAN in jeder U-Bahn-Station. In die Richtung hatte ich das eher verstanden. Aber da würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, was du jetzt mit dem Hintergrund da hinzuzufügen hast. Einerseits muss man wissen, ne? Also ich weiß nicht, ob der geneigte Zuhörende das sich noch entsinnen mag. Es gab vor einigen Jahren noch Roaming-Gebühren im Ausland. Ne? Die gibt es ja mittlerweile fast nicht mehr, zumindest innerhalb der EU nicht. Die Schweiz ist weiterhin ein Land, das weiterhin sehr starke Roaming-Gebühren hat. Das widerspiegelt sich auch in Dialogen wieder. Also zum Beispiel erzählt, ja, dann kann ich dann nach Europa rauswählen und ja, wie viel kostet das denn? Ja, nur und so weiter. Und da dachte ich schon so, okay, versteht man das als Deutsche überhaupt noch, worum es da ganz genau geht? Und dann die ganzen Prämiensachen. Das ist in der Schweiz so, dass die Krankenkasse nicht direkt vom Lohn abgezogen wird. Die Krankenkasse wird quasi, du bezahlst deinen eigenen Anteil, der Arbeitgeber bezahlt, glaube ich, gar nichts. So, und du hast halt, wenn du viel, einen hohen Selbstanteil hast, ne, wenn du sagst, ich bezahle das die ersten 500 Euro jedes Jahr selber, weil ich eben sowieso es nicht ausgebe, weil ich nie krank werde oder so, dann hast du eine geringe Prämie. Also du musst wenig bezahlen pro Monat. Also wenig in Anführungszeichen ist für deutsche Verhältnisse immer noch so viel. Wenn du aber das Problem hast, dass du öfters krank wirst, dann hast du eine höhere Prämie und einen geringeren Selbstanteil. Weil dann wirst du das ja nicht alles selbst bezahlen. Und das unterscheidet sich halt sehr in Deutschland, weil wir in Deutschland haben ja unsere Gehälter und da wird der Lohn, wird die Krankenkasseprämie runtergenommen. Ja, also der Betrag, den wir bezahlen. Und dann ist ja das meiste ist ja abgegolten, ne? Wir haben klar noch so Zuzahlungen bei Medikamenten oder so. Aber in der Schweiz ist es halt so, dass du in jeder Krankenkasse wirklich einen Eigenanteil hast, den du zuerst überhaupt bezahlen musst. Und das führt dann auch wieder zu dieser Diskussion. Und der eine sagt so, ja, wenn du dann eine Krankheit hast, du hast so eine günstige Krankenkasse. Und weil es eben so ein, du hast so einen hohen Eigenanteil, dass du dann, wenn du richtig krank bist, gar nicht mehr zum Arzt gehst. Und das ist tatsächlich so, dass manche Schweizer sagen, ich kann mir keine andere Krankenkasse leisten, außer die, die einen hohen Eigenanteil hat und eine geringe Prämie, aber ich kann es mir auch nicht leisten, zum Arzt zu gehen. Ach so, und das, okay. Das ist wirklich, das meine ich ja, da finde ich halt, das ist sehr paradox an sich, ne, weil es gutes Gesundheitssystem in der Schweiz, aber wenn du zu wenig Geld hast, zum Arzt zu gehen, weil du zuerst einen Eigenanteil bezahlen musst, deswegen meinte ich, dass das in sich ist der Film dann sehr schweizerisch und das, wo ich so dachte, so, versteht man das als Deutsche? Ich finde auch, am Anfang,
wo sie da die Mädels da rausgehen, da Pause haben, die dann beim Callcenter arbeiten, auch die Hauptfigur, und dann reden sie ja also über ihr Gehalt, ne, wie viel sie verdienen, ja, in der Stunde. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob du das, also es sind 22 Franken, was hast du da gedacht, ist das viel Gehalt oder ist das wenig Gehalt? Wie hast du das eingeschätzt? Ich hätte eigentlich gedacht, dass es wenig Gehalt ist. Es ist absolut wenig Gehalt. Das ist ohne das, was eine Verkäuferin im Lidl oder Aldi verdient. Aber das finde ich interessant, weil das eben mit dem Titel nochmal eine andere Bedeutung bekommt. Dass damit nämlich wirklich eigentlich die vermeintliche Mittelschicht gemeint ist, die trotzdem eben soziale Probleme hat, also es passt jetzt auch mit dem, was du gerade erzählt hast, mit der Krankenversicherung, mit der Krankenkasse, dass selbst es praktisch in dieser Mittelschicht, dass man nicht mal ganz an die Armen rangehen muss, sondern dass es praktisch schon reicht, in diese mittleren Berufe und in die Mittelschicht reinzugehen, um diese sozialen Grundprobleme zu erkennen. Ja, wobei man sagen muss, also beim Polizisten denke ich mal, die verdienen ein bisschen besser. Ja. Wobei bei denen das ja auch schon ein großes Thema ist, wie kann ich über meine Krankenkasse noch irgendwie sparen und so weiter, wie ist das denn? Aber gerade die Hauptperson, diese Alice Thürli, die ist ja auch, also diese 22 Franken, das ist extrem wenig. Das ist dann wirklich, es gibt in der Schweiz keinen Mindestlohn, es gibt aber so quasi Zahlen. Und wenn du das hochrechnest, bist du dann ungefähr das, was die meisten Betriebe im Minimum bezahlen. Mhm. Und deswegen finde ich das schon, ist es halt dann, man merkt es schon ein bisschen so, ja, okay, sie richtet, die fragen ja auch alle Zahlen ab, die fragen Kontostände ab, wo ich so mein Gott, das würde ich niemals am Telefon sagen. Ich habe kein Geld, aber das geht gar nicht. Aber und wo ich so denke, so, okay, man merkt halt schon ganz klar diese Schere von, das sind Leute, die wirklich für Hungerlohn da arbeiten und dann trotzdem quasi den besser verdienenden Babyboomer, also der älteren Generation, in irgendeiner Form quasi Angebote machen. Es ist schon, ich weiß nicht, es ist sicherlich eine universelle Gesellschaftskritik, so, ne, also die jetzige Generation, die junge Generation schuftet wie dumm und die Älteren, die haben relativ viel Geld. Das ist ja auch in Deutschland nicht anders. Es gibt diese Babyboomer, die relativ viel Geld haben, die jetzt schön von der Rente auch profitieren können. Wir werden dann keine Rente mehr haben. Das ist leider so. Ja, aber es ist auch irgendwo, es ist auch so eine Kritik an der Schweiz. Es ist so, zumindest so ein Kommentar. Es ist auch, ich finde auch diese Polizisten, dieser Bingley und Morph, Gott, die sind doch irgendwie vom Charakter her sind die sehr interessant, die wirken so ziemlich desinteressiert. Ja, aber das muss ich sagen, das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt bei so gut wie allen Charakteren. Das meinte ich am Anfang, als ich gemeint habe, dass sich da so eine Mattheit durchzieht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dieser Film eben nicht wirklich so einen ganz grausamen, ganz schlechten Armutszustand zeigt, sondern mehr wie formuliere ich das jetzt am besten, dass man irgendwie es leid ist, seinen Alltag zu verfolgen. So hat sich dieser Film irgendwie angefühlt, auch von der Sichtung, weil er sich ja auch mit 71 Minuten sehr lang anfühlt und auch teils lange mit den Aufnahmen, obwohl die Charaktere schon aus dem Bild sind, praktisch hart und diese Langeweile, die sich da irgendwie durch diesen Alltag zieht, die konnte man als Zuschauer dann, fand ich, durch den Film sehr gut nachempfinden. Genau. Also es ist vielleicht auch quasi das Kommentar zu verstehen zu unserem Alltag. Ja, das denke ich auch. Ja. Und das fand ich nämlich super interessant, dass er eben praktisch sich diese mittleren Schichten raussucht. Und wenn du gerade schon gesagt hast, dass der Polizist wahrscheinlich in der Schweiz mehr verdient und die im Callcenter halt weniger, dass er irgendwie so einen Querschnitt durch die Mittelschicht sucht. Und dann irgendwie da halt aber trotzdem Parallelen in dem Alltag entdeckt. Stimmt schon. Wie viele Punkte würdest du ihm denn geben? Also ich würde ihm, ich habe tatsächlich lange überlegt, ich würde ihm, glaube ich, 3,5 von 5 Punkten geben, weil ich fand ihn zwar als Sichtung relativ zäh und ich finde auch, dass sich diese Motive einigermaßen abnutzen über die Lauflänge, halt immer dieses Kontostand abfragen, Daten abfragen, Verkaufsgespräch, aber ich finde, dass eben genau darin auch die Qualität des Films liegt, weil genau das ist ja irgendwie so angelegt, dass man eben versteht, es dreht sich irgendwie nur ums Geld, es dreht sich nur um ein besseres Angebot, um einen sozialen Aufstieg, um derartiges und darum praktisch diesem langweiligen Alltag ein Stück weit zu entfliehen. Und darum würde ich das auch als Qualität anrechnen. Also ich würde ihm 3,5 von 5 Punkten geben. Ja, ich überlege gerade, ich würde ihm auch 3,5 geben. Ich würde sagen, er ist
Also ja, er ist zäh, aber er ist absichtlich zäh gemacht. Genau. Und dafür ist er dann trotzdem doch knackig. Hm. Also ich finde, 71 Minuten waren absolut okay. Ich habe mich schon durch längere Dokumentationen kämpfen müssen, die 90 Minuten gegangen sind. Ich fand, also von der Länge her war es dann wirklich absolut okay. Was mir auch noch aufgefallen ist, was hier auf meinem Zettel steht, ist, ich finde ganz großartig, finde ich, dass auf Musik verzichtet wurde, dass diese ganzen Geräusche, das ist auch, ja, das ist auch gut abgemixt, weil das ist wirklich sehr, sehr schön und das muss man auch rausheben, weil so Independent-Filme, das erste, wo es meistens nicht mehr gut ist, ist meistens Ton. Ja. Und da muss ich sagen, da ist jetzt, ich fand ihn wirklich herausragend gut, weil halt wirklich ganz aktiv damit gespielt wird, wie du ein Auto hörst, wie du einen Hintergrund hörst und das fand ich wirklich toll. Also vor allem stark fand ich das beim Callcenter. Ja, das fand ich gut, ja, wie man zwischen diesen verschiedenen Anrufern praktisch umherspringt und immer noch die anderen so im Hintergrund hört. Das fand ich sehr gut. Ja, das war definitiv sicherlich auch nicht so einfach, ja, das zu realisieren. Ich auch. Ja, also ja. Also ich würde 3,5 Punkte geben, weil ja, es ist kein Popcorn-Kino, also es ist schon ein Arthouse-Film, aber das will er auch sein. Er ist jetzt nicht der aufregendste Film, es passiert jetzt nichts Großartiges, kein Geknaller, kein Action-Film, aber trotzdem an sich sehr gelungen. Also ich finde es so ein bisschen als Kommentar und auf Fingerzeig, wie es halt im Alltag aussehen kann. Na, vor allem interessant finde ich das nochmal so als Schlussding hinzugefügt, dass der irgendwie universell funktioniert und gleichzeitig speziell auf die Schweiz. Ja, genau. Er ist irgendwie universell, aber er ist auch sehr schweizerisch in sich. Ja. Also, den Spagat muss man auch hinkriegen. Ich finde ja lustig, ich habe im Presseheft gelesen, dass Cyril Schöpplin, der Regisseur, dass der zuerst in Shanghai studiert hat und dann später da zur DFBB, also nach Berlin gegangen ist. Und jetzt ist er zurück in der Schweiz und Denner, wo's gut geht, ist sein erster Spielfilm und das hat auch etliche Preise gewonnen. Ja. Und ich finde es so lustig, weil jemand, der jetzt international, zuerst nach China, dann nach Deutschland, kommt dann zurück in die Schweiz und dreht eigentlich wirklich so ein richtiger schweizerischer Arthouse-Film, weil sie dachte, okay, das ist eine lustige Entwicklung, dass du dich dann irgendwie so ein bisschen, ja, aber sich zurückentwickelst. Aber das erklärt ja auch, warum der Film irgendwie universell funktioniert und schweizerisch funktioniert. Weil er eben es aus der Schweiz kennt, aber auch aus anderen Ländern erlebt hat. Darum hat er wahrscheinlich ein gutes Fingerspitzengefühl dafür, wie er praktisch diese Alltagsszenen so sehr dann doch zugänglich für alle inszenieren kann. Wobei ich dir auf jeden Fall danke für den Kontext, da hat man auf jeden Fall noch was dazugelernt. Also da erfahren die Zuhörer auf jeden Fall noch einiges an kulturellem Hintergrundwissen, wenn sie hier einschalten. Ja gut, es ist mein erster Schweizer Film hier. Ich bin froh, wenn ich mal so ein bisschen Wissen dazu geben kann. Ja, ja. Und also auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was der Regisseur noch so machen wird. Ich denke, der hat auch definitiv Können da und bin sehr gespannt, obwohl er vermutlich auf der Arthouse-Schiene bleiben wird. Das ist meistens der Fall. Aber das steht ihm ja auch. Also vielleicht ist es ja nicht das Schlechteste. Nee, natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Vielen Dank. Wir danken fürs Zuhören. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hallihallo, hier ist Nina Lechthoff und heute spreche ich über den Film Back to Maracana. Ich dachte mir, als Halbbrasilianerin kann ich mir doch nicht einen Film entgehen lassen, der in Brasilien spielt. Der Film von Regisseur George Gurvitch startet am 18. Juli hier in Deutschland und hat eine Laufzeit von knapp 1 Stunde und 30 Minuten. Back to Maracanã ist ein bisschen eine Mischung aus Drama und Fußballfilm, so ein bisschen wie Das Wunder von Bern. Nur spielt Back to Maracanã zur Zeit der WM 2014 nicht in den 50er Jahren. Der 40-jährige Roberto ist ein erfolgloser Geschäftsmann, hat sich von seiner Frau scheiden lassen und wohnt bei seinem Vater auf der Couch. Sein verwöhnter 11-jähriger Sohn Italy verachtet seinen Vater und hasst Fußball. Robertos Vater Samuel hingegen ist ein riesengroßer Fußballfan, genau wie sein Sohn Roberto. Beim Arzt aber erfährt Samuel, dass seine lebenswichtige Operation gerade am Tag vor dem WM-Finale stattfinden soll. Darauf hat er nicht so wirklich Bock. Stattdessen lädt er Roberto und Nathalie ein, mit ihm nach Brasilien zu fliegen und die WM hautnah zu erleben. Die Reise in Samuels frühere Heimat hält viele Überraschungen für das Trio bereit, die Beziehung zwischen Väter und Söhne für immer verändern wird.
Puh, was soll ich zum Film sagen? Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Weder was die Figuren, noch was die Handlung oder die Machart angeht. Fangen wir aber mal von vorne an. Mein größtes Problem mit dem Film ist, dass die Motive der Figuren sehr unklar geblieben sind. Samuel will vor seinem Tod seine Leidenschaft für Fußball mit seinem Sohn und dessen Sohn teilen. Soweit so plausibel. Aber sobald sie in Rio ankommen, wird es sehr verwirrend. Er besucht seine Eltern auf dem Friedhof und redet mit seinem verstorbenen Vater über Fußball. Den eigenen Sohn bittet er darum, diese Tradition weiterzuführen, Bericht über die Weltmeisterschaften zu erstatten. Aber im weiteren Filmverlauf wird angedeutet, dass Samuel schon lange nicht mehr in Brasilien war, dementsprechend auch lange nicht mehr seinen Vater auf dem Friedhof besucht hat. Diese ganze Familiendynamik zwischen Samuel, seiner Schwester und den verstorbenen Eltern wurde mir überhaupt nicht klar, obwohl diese ja die gesamte Stimmung des Films prägt oder besser prägen sollte. Sie ist der Grund, warum sich der Film zum Ende hin zuspitzt. Aber diese Spannung ist vollkommen an mir vorbeigegangen, weil ich eben nicht nachvollziehen konnte, warum jetzt diese Figur dies macht oder warum jene Figur das fühlt und so weiter. Das war auch leider nicht nur bei Samuel der Fall. Auch sein Sohn Roberto hat Sachen gemacht, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Er wird am Anfang als Geschäftsmann gezeigt, der einfach kein Geschäft aufziehen kann. Er hat in etwas investiert, was das war, wird auch nicht wirklich gesagt, was aber nicht richtig geklappt hat. Dann wird auf einmal gesagt, dass er ein toller Koch ist. Das berühmte Show Don't Tell, zeigen, nicht erzählen, wird hier komplett übergangen. Man sieht dann an zwei oder drei Stellen, dass er mit Essen rumhantiert, aber der Zuschauer weiß nur vom Hörensagen, dass sein Essen lecker ist. Sehen tut man nur, dass er Essen schneidet oder serviert oder in einem Topf rumrührt. Auch seine schlechte Beziehung zum Sohn wird nicht wirklich gezeigt, sondern nur erzählt. Und der Zuschauer soll einfach glauben, sie hätten eine schlechte Beziehung. Dass Sachen erzählt und nicht gesagt werden, ist meiner Meinung nach die größte Schwachstelle des Films. Das gilt nämlich nicht nur für die Figuren und wie deren Beziehung untereinander aufgebaut ist, sondern für fast alles, was in Back to Maracanã passiert. Vor allem, was die Reise angeht, die Opa, Sohn und Engel unternehmen. Sie reisen scheinbar mühelos zu den unterschiedlichsten Orten und sind Game of Thrones-Style blitzschnell unterwegs. Brasilien ist nicht gerade klein. Wie schaffen sie es also, durch verschiedene Bundesländer zu reisen und immer wieder zum Haus von Samuels Schwester zurückzukehren? Das hat mich schon sehr verwirrt zurückgelassen. Es gab nur eine Sache, die der Film tatsächlich zeigt, ohne viel zu erzählen. Die Proteste, die im Rahmen der WM in Brasilien passiert sind. Hier aber fehlt dann der Kontext komplett. Es wird einfach nur gezeigt, es wird überhaupt nicht angesprochen oder darauf eingegangen. Wenn die Figuren wenigstens ein bisschen was dazu erzählt hätten. Das fand ich ein bisschen schade. Jetzt kommt eine Kritik, die vielleicht ein bisschen kleinlich daherkommt, aber trotzdem. Ich als Tochter einer Brasilianerin, die ihre gesamte Kindheit in diesem Land verbracht hat, ich war mega verwirrt. Denn Samuel spricht den krassen São Paulo-Akzent, während seine Schwester eindeutig aus Rio kommt. Wenn sich die beiden unterhalten haben, musste ich unweigerlich darüber nachdenken, wie die beiden aufgewachsen sind. Das hat sich auch nur verstärkt, als es um die Fast-Fußball-Karriere von Samuel ging. Klar sind Scouts überall unterwegs, aber es hat mich schon ein bisschen irritiert, dass er von einer Mannschaft aus São Paulo in Rio ausgescoutet wurde. Naja, wie gesagt, Kleinigkeiten. Aber Kleinigkeiten, die es für mich nicht wirklich einfacher gemacht haben, mich vom Film einnehmen zu lassen. Es tut mir echt leid, aber ich kann dem Film nicht mehr als einen Punkt geben. Den gebe ich auch nur, weil Back to Maracanã nicht völlig unschaubar ist. Die Bilder sind okay und auch die Schauspieler machen das Beste aus dem, was sie bekommen haben. Ich finde auch der Wechsel zwischen dem Hebräischen und Portugiesischen sehr gut gemacht. So in etwa spreche ich auch in meiner Familie, nur dass ich anstatt Hebräisch Deutsch spreche. Aber für mehr als einen Punkt ist der Film einfach zu verwirrend. Das fängt bei den Figuren an, geht über zu deren Motivationen und endet bei ihrer Reise. Für mich hat nichts wirklich Sinn gemacht. Was auch nicht gerade geholfen hat, war der sehr lasche Umgang mit der Sprache. Zumindest was das Portugiesische angeht. Hebräisch kann ich ja nicht und kann deswegen auch nicht wirklich beurteilen, was die da geredet haben. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass die Macher ein bisschen besseren Blick bzw. Ohr dafür gehabt hätten. So haben die verschiedenen Akzente Back to Maracanã sehr unauthentisch gemacht, meiner Meinung nach.